das besser ist, in so einer Art absoluten, absolutistischen, hierarchischen System besser Krieg zu führen ist. Ja, weil so dieser Gedanke an Verluste und so, das ist auch einfach Entscheidungshemd. Ja, deswegen ist ja auch in allen bekannten Ländern, was mir jetzt bekannt sind, die Armee selbst hierarchisch strukturiert. Und warum geht es hier eigentlich nicht los? Ich weiß auch nicht, vielleicht hören sie uns zu, haben wir irgendwie In-Game-Chat an. Und über Einzelheiten entscheidet ja niemand demokratisch. Es ist nur die Frage, ob Krieg oder nicht. Und ab dann wird es auf einmal absolutistisch geführt. Aus Effizienzgründen. Und ich denke schon, die Frage, ob oder nicht, die kann man sehr gut demokratisch entscheiden. Weil eben... Auf jeden Fall, ja. Das lässt sich noch gut abschätzen, sozusagen emotionslos. Wollen wir sozusagen in weniger Wohlstand leben oder unbedingt diese Ressourcen haben für den Wohlstand? Und da kann man dann auch hinter der Entscheidung stehen. Da hat Deutschland ja auch noch, ich sag mal, Glück, dass verfassungsmäßig geregelt ist, dass man keine Angriffskriege führen. Ja. Also das nimmt schon mal wahrscheinlich 80% der Kriege oder potenziellen Kriege raus aus dem Programm. Aber irgendwie ist es ein bisschen pervers, also dass gerade da, wo es dann konkret um Menschenleben geht, man unverbunden und emotionslos entscheiden muss. Ja, das ist interessant, dass auf alle Bereiche kann man auf alle Bereiche beziehen. Zum Beispiel in der Medizin. Ne? Der Arzt, der muss dann völlig sozusagen emotionslos, handwerklich das Beste daraus machen. Und Emotionen würden dann nur seine Fähigkeit beeinträchtigen. Genauso der Richter muss auch neutral und emotionslos entscheiden. Wobei ich da heute was Interessantes drüber gelesen habe, in einem Buch über das juristische Lernen. Und zwar immer, wenn eine Entscheidung, also man nach den allen Regeln der Kunst sozusagen, findet man die Entscheidung, die das Gesetz sozusagen vorschreibt. Und wenn sich dann doch noch was widerstrebt, dann widerstrebt sich das nicht wegen dem Ergebnis, sondern dass irgendwo ein Fehler gemacht wurde, den man aber noch nicht wusste, der noch nicht im Gesetz stand. Zum Beispiel das Beispiel war, für Mord ist er ein Totschlag plus Mordmerkmale, zum Beispiel Heimtücke. Und da gibt es halt solche Fälle, dass irgendeine Frau, die von ihrem Mann misshandelt wurde, ihn im Schlaf umbringt, oder was heimtückisch ist, weil er schläft und sich nicht wehren kann. Und arglos ist, wenn er in den Schlaf geht. Und das widerspricht uns aber völlig, sie lebenslänglich ins Gefängnis gehen zu lassen. Sozusagen. Ja. Und das liegt nicht daran, dass das Ergebnis selbst falsch ist, was es aber ist, sondern dass irgendwo ein Fehler gemacht wurde. Und das ist im Heimtücke-Merkmal. Denn Heimtücke muss irgendwie noch tiefer definiert werden, damit solche Fälle da nicht reinfallen. Und das weiß man eben erst, wenn so ein Sonderfall entstanden ist. Und das wird sozusagen, wo kriege ich Mana her? Das weiß man erst, wenn so ein Fall einmal eingetreten ist. Und das wird ausgelöst durch unser Rechtsgefühl sozusagen.
Und das könnte man auch auf Militär beziehen, in der Art, dass zum Beispiel irgendeine Schlacht geschlagen wird und man aber. Ah ja, stimmt, der Mann hat recht. Ja, lange nicht mehr gespielt, Digga. irgendwie das für untragbar hält, die Verluste da. Ja? Und dann könnte man sagen, liegt das nicht an der Schlacht selbst, dass so viele Verluste sind, sondern irgendwo im Entscheidungsprozess, dass man diese Schlacht überhaupt führen will. Eben, dass zum Beispiel der eigentliche Zweck, Ressourcen zu sichern oder so, das gar nicht wert sind. Das hätte aber schon vorher klar sein müssen. Und man hätte diese Schlacht gar nicht anfangen dürfen. Und dagegen, wenn man sozusagen der Zweck so hoch ist, irgendwie das Heimatland zu verteidigen. Dann kann man auch über diese Verluste hinweggehen, weil der Entschluss zur Schlacht richtig war, sozusagen. Beziehungsweise demokratisch legitim begründet. Weil der Kampf um Ressourcen kann da kein Entschluss auch wichtig sein. Aber vielleicht nicht unter den Verlusten. Ist ja nicht die Frage, will ich die haben oder nicht? Dann zu welchem Preis, das ist schon klar. Ja. Und wenn das sich dann halt auf einmal widerstrebt, wenn die Schlacht schon ist, dann hätte man gar nicht erst die Schlacht überhaupt führen dürfen. Hier ist Tabak oder so drin. Hast du den? Jupp. Also würden einige bestimmt sagen, dass man den Fehler dann nicht an der Entscheidung sehen kann, sondern an der Führung, dass sie diese Entscheidung nochmal in Frage stellen. Ja, dann könnte man sagen, dass das eben dadurch begründet werden kann, dass die Entscheidung zum Moment nach sozusagen bestem Wissen und Gewissen richtig war und später dann halt nicht mehr. Später ist man immer klüger auf die Art. Aber es kann auch sein, dass eben in unvollständiger Information, dass man sich besser hätte informieren müssen über Details. Und dann ist die Entscheidung treffen. Weil man kann ja schwer. Oh. It's a Oh, trap. shit. Gut, kein Problem. Ich will sagen, dass man sozusagen Entscheidungen, die völlig unter allen Informationen, die möglich sind, gemacht wurden, sorgfältig getroffen wurden. Gleichzusetzen sind mit irgendwelchen, die sozusagen willkürlich halbwegs entschieden wurden. Verstehe schon. Zwar ist es im Prinzip notwendig, dass der einzelne Soldat das dann später nicht anzweifelt und ihm das vielleicht nicht zusteht, aber allgemein kann man es schon anzweifeln. Oh. Ich hatte doch noch irgendwas, das ich mehr heile. Wie war denn das? Sehr chill. Mach das schon. Ich hatte noch irgendwas. So ein Pork oder so. Ach ja, mit meinen Schocks. Aha.
Abgefahren. Noch ein Level, dann kann ich ja nicht die besseren Tränke, nicht Tränke, Getränke benutzen. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Was war nochmal die ursprüngliche Frage? Wie waren wir der Perversion der Tatsache, dass gerade da, wo es um Menschenleben geht, muss man anteilnahmslos, weil ich war auf jeden Fall unemotional anscheinend. Und unbetroffen sein, genau. Tja. Ist die Frage, ob man das wirklich muss. Ob das wirklich gut ist. Denn führen. Also Emotionen können wir sagen, die führen wahrscheinlich zu irrationalen Ergebnissen. Ja. Aber so zum Beispiel ein Unrechtsbewusstsein oder Vernunft, die könnte schon sinnvoll sein in solchen Fällen. Die Frage ist, ob man hier nicht wieder unseren Baum auspacken muss bei Vernunft und bei Vernunft unterscheiden muss. Denn man kann natürlich so die Vernunft mäßig im Sinne von dass der eigene Staat quasi überlebt, dass das vernünftig ist. Man kann auch die Vernunft haben, zu sehen, wait a sec, hier sterben Menschen, Millionen, ich schaue jetzt mal Millionen von Menschen, einfach innerhalb von wenigen Monaten. Das muss man beenden oder so, weißt du? Ich finde, da ist die Vernunft nicht absolut. Oh, was ist das schon? Selbst Allmacht haben wir schon eine Frage gestellt. True. Wenn schon auch die Perfektion nicht mehr dasteht, wo sie stehen sollte. Ja, ich sehe das so. Da muss man noch mal erscheinen. Was man überhaupt in Frage stellt. Einzelne Entscheidungen? Oder das Ganze, sozusagen den ganzen Krieg. Oder beziehungsweise, wenn man jetzt sagt, das Land steht auf dem Spiel, wenn es jetzt um eine Schlacht geht, wo besonders hohe Verluste erwartet werden, ob diese Schlacht wirklich das ist, was dann dazu führt, dass das Land zugrunde geht, sag ich mal. Oder ob es nicht auf diese Schlacht gar nicht ankommt. Wenn du zum Beispiel an Graf Spee denkst oder so, der eben nicht bis zum Letzten gekämpft hat, sondern seine Besatzung evakuiert hat und das Schiff dann gesprengt hat. Da könnte man sagen, da hätte er eigentlich bis zum Letzten kämpfen müssen, aber andererseits, welchen Ausschlag hätte das schon gemacht? Ne? Und so hat er eben hunderte seiner Leute gerettet und keinen echten Einfluss auf den Krieg dadurch gehabt. Wir haben es hier mit einer Form anthropologischer Vernunft zu tun. Eine dem Menschen zugewandte, zugerichtete Vernunft. Aber sie ist auch den Menschen richtend. Oh. Richtend, doch nicht weisend. Alter, er hat winziger. Und was ist anthropologische Vernunft? Das wäre zum Beispiel, dass
die global denkende Vernunft, ne? Zum Beispiel, dass auch dass man das Streben nach Weltfrieden so als eine politische Priorität sieht. Mhm. Wir haben es ja mit einer anthropologischen Politik zu tun. Ist einfach nur aus dem Wort. Wobei, weißt du, bei mir regt sich da so der Gedanke, man braucht einfach nationale Konkurrenz. Ja? Einfach, weil es doch irgendwie schön ist. sich gegenüber anderen profilieren zu können, weißt du? Ja, man muss ja nicht gleich Krieg führen. Das Krieg ist aber dann zwangsläufig. Ja? Bei irgendeiner muss dabei verlieren, bei der unmilitärischen Variante dieser Konkurrenz und wird dann zu militärischen Mitteln greifen, weil er sich anders nicht mehr zu helfen weiß. Und deswegen, meine Damen und Herren, kann es keinen Weltfrieden geben, solange auf dieser Welt Menschen atmen. Naja. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist eben die Frage, was Weltfrieden ist. Nämlich, wenn wir uns das vorstellen, dass sozusagen alles nur noch ein wirtschaftlicher Konflikt ist und der verliert, so richtig verliert, der greift zum kriegerischen Mittel. Dann könnte man sagen, ja, es muss irgendwo erstmal gebalanced sein. Durch vielleicht einen Pakt von allen Staaten, sodass sich alle im Prinzip gegen den einen wenden können, wenn es zum Krieg kommt, sodass er zwangsweise dann ganz verlieren würde. Das könnte ihn schon mal davon abhalten, Krieg zu führen. Das wäre... Das stimmt, aber... Ja, bitte? Das wäre eine Form von Frieden. Aber vielleicht ist Frieden auch dann... Es ist ein... warte mal. Ein negativer Frieden. Eben, das ist so ein bisschen wie Brave New World Frieden. Das wäre genauso. Genau. Was wollte ich aber sagen? Es ist so. Du warst bei der Balance. Darauf läuft vielleicht hinaus, dass alles gebalanced sein muss. Die Staaten müssen... Ja, also so traurig es klingt, ne? So eine Weltregierung. die alles unter einen Hut bringt. So sage ich mal, wie die Europäische Union. Wovon ich ja kein besonderer Freund bin. Aber jetzt mal als Beispiel. Wir reden vom Konstrukt, ja. Ja. Wenn alles wirtschaftlich angeglichen wird, kann nicht einer verlieren, ohne dass alle verlieren. Dann würden Staatenkonflikte schon mal ausbleiben, untereinander. Sind wir beim europäischen Rettungsschirm? Ja. Und wenn wir uns mal davon ausgehen, dass das alles funktionieren würde, dann würde es nur noch Konflikte geben unter den Menschen selbst. Ebenso Gewinnstreben und was. Und der dann verliert, sieht vielleicht nicht kein anderes Mittel, als kriminell zu werden oder so. Was im Prinzip auf Staatenebene Krieg wäre. Ist auch... Ja. Und das ist nicht zu verhindern. Das gebe ich zu. Aber das sieht man. Also man kann es nicht verhindern. Man kann es aber möglichst gut damit umgehen, indem man eben sanktioniert und ihn aus der Gesellschaft entfernt oder so. Und möglicherweise, also das Beste überhaupt, ist gar nicht so dazu kommen lassen, indem man soziale Schutzmaßnahmen hat, die das verhindern, dass jemand in der Verzweiflung ist. Ja, soziales Netz, ja. Ja, ich glaube, sobald man schon an dem Punkt ist, dass man Sanktionen aussprechen muss, hat man dann schon versagt eigentlich. Ja, aber das kann man, glaube ich, nicht verhindern. Also man hat nicht wirklich versagt, denke ich. Weil es zu viele Fälle gibt, wo das völlig ist, wo Menschen entweder böse sind oder, naja, also ne, wenn das jetzt, sage ich mal, so geht, dass Menschen böse sind. Sagen wir mal, gewalttätig in einer Art und Weise. Ja, oder eine Charakterschwäche haben und sowas. Oder... Siehst du, die Menschheit ist für den Weltfrieden nicht gebaut. Ist sie auch nicht.
Das ist eben der Punkt. Wollen wir den Makroweltfrieden oder den Mikroweltfrieden? Und ich denke, der Makroweltfrieden, der ist durchaus possible. Nee, glaube ich auch nicht. Weil Frieden ist ja die Abwesenheit von Gewalt, ne? Ich würde sagen, Frieden ist die Abwesenheit von Krieg und die Abwesenheit von Gewalt ist vielleicht... Oh, damals ja aber einfach. Ja, so einfach muss man es nicht machen. Nee, ich mache mir das einfach einfacher. Also schaffen sie es nicht, den Euro zu retten. Nee, man muss sich das so einfach machen. Abwesenheit von Gewalt? Was wäre das? Man könnte nicht mal sagen Abwesenheit von staatlicher Gewalt, weil Sanktionen wären immer noch staatliche Gewalt. Ja, sogenannte strukturelle Gewalt. Ich habe gepult. Indem du sagst, strukturelle Gewalt? Oh, das schafft er nicht. Genau, schön, tschüss. Also wenn wir uns das im Kleinen angucken, die Erfahrung, zum Beispiel Deutschland als föderaler Staat, ne? Hier führen die Bundesländer keinen Krieg mehr gegeneinander. In Amerika schon, oder was? Kidding. Da haben die wenigstens noch ein paar Todesstrafe, was nicht für sie spricht. Ist das zum Beispiel, wenn man das aufs Große bezieht, wäre das schon möglich. Wenn es nicht wieder so ein Diktatfrieden wird. Was nämlich auch wieder strukturelle Gewalt wird. Die Europäische Gemeinschaft ist ein gutes Beispiel. Ich weiß, es ist Europäische Union. Gemeinschaft ist ja durchaus legitim zu gebrauchen, irgendwie. Ist ein gutes Beispiel dafür, wenn Sie. Ich denke, fast ausgeschlossen, dass untereinander hier Krieg gibt. Wobei ich nicht sagen würde, dass ganz ausgeschlossen ist. Also, dazu habe ich den folgenden Gedanken. Ist ja so, dass hier bei uns keinen Krieg gibt, wenn wir jetzt die NATO mal sowieso außen vor lassen, wegen Bündnis, bla bla bla, ist ja nur Papier, ist nichts wert. Ist ja eigentlich so, dass man wirtschaftliche Interdependenzen und so geschaffen hat. Ne? Ja. Und halt auch, wenn einer anfangen würde, hier Party zu machen, würden alle auf den drauf gehen, klassisches Prinzip. Aber das heißt nicht, dass sich nicht andere Staaten irgendwann auch mit dem Aggressor verbünden, ja, und man dann zwei große Mächte hat, weißt du? Ich glaube... In der Union? In der Union, ja. Ja, das denke ich auch nicht ausschlossen, gerade weil wir ziemlich erbfeindlastig sind in Europa, ne? Ja. Da ist einer dem anderen nicht gut gesinnt. Und deswegen glaube ich, dass sowas das einfach nur in die Länge zieht. Ich bin davon fast schon überzeugt, aber nur fast. Ja, das ist wohl richtig, solange es auf dieser Ebene bleibt. Man könnte auch sagen, dass man... Also, ja? Man kann das nur umgehen.